Okay. Haben wir hier oben. Ja, die müssen auch alle raus. Raus, raus, raus. Raus, 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 raus. So, 32 Stück. Da habe ich hart gearbeitet für, die Dinger aufzubauen. Jetzt muss ich alle wieder rausreißen. Also wir haben keine Repair Packs mehr. Das ist nicht gut. Also unsere Roboter hier. Wir persönlich natürlich auch nicht. Oh, wir hatten hier Überschuss an Treibstoff. Das ist sehr gut. Das setzen wir gleich mal um. Zack. Zack. Das war jetzt komisch. Kuh. Kuh. Okay. Irgendwie ist da gerade der Haken drin. Aber die Dinger sind voll und das ist das Wichtigste. Du wirst nicht benutzt, du wirst benutzt und du bist fast alle, also verbrennst du das Holz. Gut. Also Strom müsste okay sein. Eventuell mehr Akkus. Also eventuell denn bessere Akkus. Wir haben keine Batterien dabei, um die Akkus zu bauen. Okay. Mauern können nicht gebaut werden, weil da irgend so ein doofer Typ seinen Wagen geparkt hat. Nimm den bitte mal mit. Und sperr dich dadurch selber aus. Okay. Wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. Stell den Wagen bitte mal möglichst weit weg von der Basis hin. Also Akkus 2 wollten wir. Wir wollten endlich lange, schnelle Ärmchen. Smart Long Output Inserter. Nee, das sind einfach nur intelligente lange Ärmchen. Aber vielleicht kommt nach den intelligenten langen Ärmchen ja noch was? Nö. Ich sehe hier keinen. Schaltet frei, Doppelpunkt, das und das. Das ist doof. Ich brauche schnelle lange Ärmchen. Kriege ich aber nicht. Wie viel können die hier halten an Strom? 10 Megajoule sind die Dietech. Hier steht nichts. Okay, dann zeigt mir bitte hier. 5 Megajoule. Also ist mal eben doppelt so viel, wie die speichern können. Was brauchst du? Blaue Chips, Batterien, das geht. Und die da? Was? Ah. Die hier können genauso viel speichern. Also die hier können ganz schnell Strom reinsaugen in sich. Können aber nur 250 Kilowatt rausbringen. Die hier können es wenig, also langsam reinbekommen in sich. Aber ganz schnell rausbringen. Also wenn wir angegriffen werden, sind die Dinger wichtig, damit unsere Türme schnell genug ihren Strom bekommen. Und ich wüsste dann nicht, wozu ich die brauchen sollte. Weil ja, die laden sich langsam auf, aber so häufig sind ja nicht unsere Angriffe bei uns momentan. Ja, also die klingen echt gut. Und kosten auch nicht so viel, vor allem kosten sie keine blauen Tränke, also erforscht das bitte. So, und ich holz dann jetzt runter. Nee. Ich probiere eine Basis. Gib mir bitte noch ein paar Repair Packs. Da. So, ich habe keine Kohle. Weil ich alles in die doofen Öfen geschmissen habe. So, ich mache gleich ein bisschen mehr, nicht, dass ich in eine Verlegenheit komme, dass ich mitten in der Basis keinen Sprit mehr habe vom Feind. Das wäre nicht so schön. So, 50 Stück. Du sollst nur in diese riesige Basis da reinfahren. Nein, ich denke, oder ich hoffe, dass jetzt, wo wir weniger Smog produzieren, das Ganze auch runtergeht und die Basis da gar kein Problem ist. Die hier ist schön klein und könnte noch im Radius sein, also versuche ich die kaputt zu machen. Ja. Hier hoch. Genau, das Ding da. Da ist zwar auch ein Rot dabei, aber einen Rot müssten wir hinbekommen. Durch kaputt fahren oder halt zu den Türmen laufen. Und fertig. Rein da. Was sagt Sprit? 46 Holz, okay. Also, nur die Spawner sind interessant. Push. So, eine Schleife drehen und die roten umfahren. Und
10 roten. Nicht erwischt. Nicht erwischt. Bisschen näher ranzoomen. Zack. Sehr gut. Sauber. Okay. Die Rubine hätten wir gerne. Den Wagen hätten wir gerne repariert. Dann schnappen wir uns die Artefakte und dann ist gut. Wobei direkt darüber ist noch eine kleine. Ich glaube noch eine kleine. Also dieser Streifen hier, das sind eigentlich 4 aneinanderliegende Basen. Das ist sehr verlockend. Sehr verlockend. Ich gucke mir gleich mal den Smog an. Sobald der Wagen fertig repariert ist. 2500, so. Smog. Also es leuchtet nicht mehr tierisch rot. Aber es scheint nicht zurückzugehen. Das ist komisch. Okay, ich heiz nochmal durch den kleinen Kram da durch. Das da. So, vorher hätte ich noch ganz gerne das Zeug hier, falls ich panisch weglaufen muss. Praktischerweise gerade ein Autosave. Oh, 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 oh. Okay. Okay, das war so nicht geplant. Kleinkram wegschießen. Ja, ihr haltet echt viel aus, ne? Ja, okay. Schleife drehen. Jo, sehr gut. Reparieren. Das war jetzt ziemlich erfolgreich. Wir haben die eine kleine Basis mit 3 Spawnern zerstört und jetzt da oben 5 oder so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die Schrotflinte mit der panzerbrechenden Munition ist echt super gut gegen die ganz kleinen Beißer. Eine Ladung, wusch, 6 Stück tot. Das ist Hammer. Und schon wieder keine Repair Packs. Bau, 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 bau. Aber das können wir auf dem Heimweg auch machen. Ich sollte nicht zu sehr übertreiben. Wir haben was Gutes gemacht, ist okay. Aber es wäre schade, wenn ich jetzt wieder sterben würde und wieder Autosave laden müsste. Das mag ich echt nicht. So, also zurück nach Hause, nicht in den See fahren. Zurück nach Hause, ganz viel Eisen in die riesen Eisenkiste schmeißen. Überlegen, was wir mit den rosa Chips jetzt anfangen. Weil die verursachen halt tierisch viel Smog. In unserer Hauptbasis ist das nicht so wirklich ein Problem, weil hier leuchtet nichts rot auf. Also hier war ja richtig so ein knallrotes, pulsierendes Feld, aber hier... Beim Kupferdingens, ja, da haben wir auch wieder die Produktivitätsmodule drin. Wobei die einzige Gefahr, wenn wir hier mehr reinhauen, ist, dass die da hinten das dann schnüffeln und mutieren. Heißt, eigentlich müsste ich mit dem Wagen irgendwo hier langfahren und einen Weg nach da drüben finden. Die beiden Basen kaputt machen. Ich hätte auch ganz gerne... Scheinwerfer, die funktionieren. Nein, ich hätte ganz gerne... Mehr Radarschüsseln. Ich würde gerne immer wissen, was so los ist mit dem Feind. Ich habe das Gefühl, ich verpasse recht viel an Basenbau von dem, weil unsere Radaranlagen halt recht langsam sind. Stimmt, MK2 Radaranlagen. Ich habe gar nicht geguckt, was die machen. Also ob die schneller arbeiten oder einen größeren Radius haben oder was weiß ich. Weil hier seht ihr ja, wie lange das durchtickern muss unten, bis er einmal ein Feld aktualisiert. Also wir bräuchten eigentlich eine Wand davon. Aber gut. Also, Eisenplatten abgeben. Wollen wir hier oben auch welche abgeben? Schwefelsäure ist voll. Da muss also kein Eisen hin. Batterien. Batterien brauchen was. Hier. 800 Stück. Wir Kupfer haben wir gar nicht drin. Aber ist okay. Also, Batterien werden wieder produziert. Du hast schon Gib mir Kisten, oder? Nee, hast du nicht. Warum hast du keine Gib mir Kisten? Hier. Gib mir Kupfer. 300, ist okay. Gib mir Eisen. 300. So. Also ich glaube, wir haben nirgendwo Bitschön-Kisten, wo Eisen drin landet. Aber das kann ich ja ändern. Weil gerade da oben ist das wichtig. Und die Kiste hier ist leer, das ist nicht schön. Bitte. Können wir eine riesige Bitteschön-Kiste machen? Ich glaube nicht. Wäre aber interessant. Wir können eine große Smart-Chest machen, aber keine große
von denen bisher. Wir haben in der Richtung nicht wirklich weit geforscht. Es gibt noch Ditech-Kisten, also Provider-Chests und Requester-Chests. Müsste man mal gucken. So, du bist ziemlich voll. Dann gib mir doch mal das ganze Kupfer hier. Gib mir alles. So. Dann stopfe ich unten die Drahtdinger damit voll. Hier. Und hier. Oh, warte mal, hier auch noch, ne? Chips? Ja. Nee, ist doch falsch rum. Oh, ist alles okay. Stopfe ich da die Drahtdinger voll und bringe sie jetzt wieder nach oben zu den Batterien. Denn ich hätte gerne einen schönen Puffer an Batterien für die ganzen Lasertürme, die wir brauchen. Also das könnte ich auch in irgendeine Bitschön-Kiste schmeißen, aber das wird ewig dauern, bis es da ankommt. Hier, bam. 200 Stück für uns, Rest für euch, klingt fair. Wow. Blaue Chips. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier, nimm mehr. Grüne Chips haben wir nicht drin. Das ist komisch. Ah, da kommen die grünen Chips angeflogen. Sehr gut. Also ja, doch, die Roboter mausern sich langsam in ihrer kleinen Lücke, die sie hier haben bei uns in der Welt. Für die ganzen Hightech-Güter und die Sachen, die oben sind. Und das sieht so cool aus. Aber es geht so schnell weg. Ich guck mal ganz kurz die Dinger hier an. Also die hier haben Pollution plus 40%. Die Speed-Dinger haben keinen Pollution-Wert. Das heißt, wir könnten die ganzen Module, die wir oben rausgerissen haben, die Produktivitätsmodule, durch Speed-Module ersetzen. So wie ich es ja auch mal geplant hatte. Ne? Raubbau und so. Da hatte der Umweltschützer mir geschrien, nein, das kannst du doch nicht machen. Und bla, blub, blub. Und jetzt stellt sich raus, es ist genau das Richtige. Und der Umweltschützer mir hat geschrien gehabt, weil wir nicht produktiv genug arbeiten. Also weil wir halt Ressourcen verschwenden quasi. Und das ist ja nicht schön. Recycling und so. Aber jetzt Geschwindigkeit und Raubbau scheint doch die bessere Wahl zu sein. So, wir bauen Basic Akkus MK3 später. Jetzt wollte ich was anderes. Speed-Module MK3 machen Speed plus 60%. Brauchen wir für die Power Armor. Kosten aber recht viel grüne und rote Chips. Nee, du. Ich hätte gern... Ernsthaft? Brauchen wir momentan gar keine Rüstung, weil wir sitzen immer in einem Buggy drin. Shotgun schießen auch nicht so super wirklich. Upgraded Mining Drills. Mining Power 5. Ups, verklickt. Stopp, das wollte ich gar nicht. Kann ich das irgendwie jetzt auch abbrechen? Ich würde gerne gerade gar nichts erforschen. Okay, jetzt fangen wir damit schon an. Das heißt, die Dinger haben sich jetzt alle die Ressourcen geschnappt und forschen. Und wenn ich das jetzt ändern würde, wären die Forschungspunkte weg. Also wir erforschen jetzt zwangsweise Mining Drills 3, die eine Mining Power von 5 haben. Wie viel haben unsere jetzigen? 3, die normalen. Also ja, es ist schon mal definitiv schneller. Der einzige Haken, den ich halt gesehen hatte, war hier, dass die Dinger nur einen Slot hatten für Module. Ich hoffe mal, die nächste Stufe hat da ein paar mehr. Gut, dann hätte ich gerne Polished Ruby. Ja, wir müssten eigentlich jetzt die Sachen hier anfangen. Ah, da braucht man Diamant für, das ist nicht gut. Gem Crusher, Compressor. Ganz schön teuer. Stahl. Ja, also die müssten alle gebaut werden. Ich suche mir da eine extra Ecke für aus. Aber ich denke, momentan ist wichtiger, dass wir die Dinger hier bauen. Dafür brauchen wir die Batterien, die wir oben wieder angeschmissen haben. Also Batterien und rote Chips. Ja, rote Chips. Sogar ziemlich viele rote Chips. Und es kommt immer noch nicht genug Draht unten an. Was macht ihr mit dem ganzen Draht und den ganzen grünen Chips? Es staut sich hier alles, ist okay.
Ärmchenproduktion. Ärmchenproduktion geht in die Tränke und das war's. Komisch, komisch. Staut sich wenigstens. Ne, wir haben nirgendwo grüne Chips über. Das ist. Okay, du musst verbessert werden. Du musst noch schneller arbeiten. So. Tock, 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 tock. Wir brauchen schnellere hier.